Das andere ist dann rechts dahin. Da hinten ist der andere Turm, okay. Sagt er. Okay, wird angedockt. Okay. So. Hier ist nichts. Hier ist ein alter Briefkasten. Krankheitszeit. Die letzte Krankenstation des Sektors ist offiziell geschlossen. Keiner der ausgebildeten Mitarbeiter ist mehr am Leben. Und die ausgebildeten Kräfte wurden in einen anderen Sektor geschickt. Die Einrichtung wird zu einem Gefängnis umgebaut. Schickt keine Kranken mehr zu uns. Okay. Zu einem Gefängnis. Wer hier lebt, wer sich dazu entscheidet oder weswegen auch immer die Leute hier noch sind. Wenn du weißt, dass du auf so einer Welt festsitzt, dann tust du doch keine Scheiße bauen. Ich meine, es gibt bestimmt welche, die sich das nicht verkneifen können, aber... Das ist doch kerndumm. Ich meine, du musst damit rechnen, so im schlimmsten Fall nach dem Motto, yo, Gefangene müssen nach unten in den Nebel. So, what the fuck? Also würde ich mich schon ein bisschen zusammenreißen, muss ich jetzt mal, also schon, denke ich zumindest. Die meisten Menschen sind kacke. Ja, ist klar, aber wenn du hierher kommst, weil dein Ziel es ist, die Erde wieder hinzubekommen, bist du ja vielleicht einer der Guten, eventuell. Weil du willst ja wieder die Erde zurück. So, ne, ist ja was Positives eigentlich. Weiß ich nicht. Okay, ich glaube, das war's schon. Hier ist noch was. Okay. Aber Gabe, also weil du fragtest, ne, also das Spiel kann ich dir empfehlen, das ist echt gut. Und das ist nur Early Access, da kommt noch viel mehr. Ob es hier ein Multiplayer oder so geben wird, weiß ich nicht. Bis jetzt ist jedenfalls, also nicht, dass ich wüsste momentan. Ich glaube, die nächsten großen Pläne ist irgendwas mit Kälte. Dass hier noch irgendwie Kälte und Co. reinkommt. Jedenfalls steht da irgendwie sowas komisches. Und... anbauen, dass du deinem Schiff selber halt Kulturen hast und so ein Greenhouse mäßig und dann selber anbauen kannst. Das kommt noch, das weiß ich, das habe ich schon gesehen. Kann ich hier... Oh, shit. Nicht festhängen. Oh, ich muss zurück. Nicht runterfallen. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Oh, das sind die Staubmotten. Ich sollte hier irgendwie weg. Ein Bockgefühl sagt mir, ich soll jetzt ganz dringend hier weg. Ich finde cool, wie sie das festgemacht haben. Das sieht sehr logisch aus. Okay, wieder rein. Okay. Wo wollte ich als nächstes hin? Nach rechts, ne? Ach, guck mal. Da hinten ist ohne Ausrufezeichen. 2,86. Ja, da fliege ich mal lieber zu dem, der ist 2,6. Da nehme ich noch die zwei Sachen mit und dann da hinten hin. Ich glaube, das ist einfacher. Soll ich es nutzen und hier gleich mal... Ich würde das gerne mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das halt... nee, warte mal. Wie sieht denn das aus, wenn ich... So, ich nehme das mal mit. Wenn ich den Ballon neuen Kern gebe, wie sieht denn das aus? So rein hypothetisch. Also, ach, kann ich gar nicht. Oh, mir fehlt synthetisches Zeug. Oh, ich glaube, ich muss wieder synthetisches Zeug farmen. Dringend. Habe ich da noch was? Warte mal, hier kann ich gleich mal das Zeugs reintun. Ich glaube, synthetisches Zeugs habe ich nicht mehr, ne? Aber warte mal. Reparaturzeugs, sehr wichtig. Nee. Oh, ich muss wieder farmen. Ich habe nichts mehr. Jo. Bleib stehen.
Hinten ist vielleicht sogar besser oder da fliegt mehr vorbei. Ich lasse immer näher rankommen. Nein, ein Sturm kommt. Nein, 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 ich will nicht. Nein, nein, ich gehe rein. Oh Gott. Ah, Türen zu. Türen zu. Mach die Türen zu. Ich könnte hier hinten noch ein bisschen fahren. Guck mal, hier ist noch das Ding oben drüber. Ich bleib drin. Nee, nee, nee. Ich geh pennen. Ich gehe einfach schlafen. Vielleicht verschlafe ich den Sturm. Nein, ich verschlafe ihn nicht. Okay. Triff bitte nicht das Schiff. Er zieht vorbei. Alter. Meine Fresse. Aggression, ey. Das erste Gewitter, was mich aggressiv macht. Ich brauch Nervennahrung. Wo ist meine Nervennahrung, Alter? Krieg ich Schnuller. So. Oh Gott. Gleich pfeift. Du könntest denken, dass er gleich pfeift. Ansonsten pfeife ich gleich aus dem letzten Loch. Oh Gott, ey. Okay, warte. Ich guck schon mal. Ich lenke mich ab. So ist irgendwas kaputt gegangen schon. So hat er hier irgendwas erwischt. Ja. Ich gehe wieder rein. So. Wie krass wollen wir das Gewitter-Jumpscare reinbauen? Ja. Alles klar, ey. Okay, er ist noch nicht wirklich in irgendwas reingekracht. Also ist noch alles gut. Bis jetzt kracht er bloß in den Ballon. Im Ballon passiert nichts. Der ist dagegen gewappnet. Ey, müssen wir noch zumachen. Hier ist halt noch alles offen, ne? Wir könnten Metallboden. Klingt gut. So ein Glasding hier oben so zum Rausgucken? War das nicht, aber hier so? Oh, hier unten drunter, hier so. Ja, dass man auch so ein bisschen gucken kann. Oh. Ah, gut, geht. Ich dachte schon, es geht nicht. So auf dem Glas. Ich hasse dieses Gewitter, ne? So, auf so einem Glasboden, dass man auch so unten ein bisschen gucken kann, dass ich besser sehen kann, wenn ich lande. Kann er bitte jetzt vorbeiziehen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will weiter. Ich traue mich nicht zu fliegen, solange es so, ich sehe halt nichts. Ich könnte nach Scanner fliegen, aber... Ah, ob das so geil ist, nach dem Scanner zu fliegen? Ich weiß auch nicht so richtig. Oh, er hat aufgehört, oder? Es wird... Ja, ich sehe wieder was. Er hört auf. Oh mein Gott, er hört auf. Okay. Weg hier. Nutzen. Abgang. Nee, ich will das Glas, brauche ich noch. Scheiße. Warte. Das Glas nehmen wir noch mit. Okay, jetzt, wo ich das so sehe, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, wie das mir so gefällt. Also ich glaube, ich könnte das in real könnte ich das glaube ich so nicht machen. Ich glaube, ich hätte zu viel Panik. Eben solange ich alleine unterwegs bin. Ich glaube, wenn es mit mehreren ist, dann geht das vielleicht so ein bisschen, aber ich muss dann aber gleich erstmal farmen. Wir müssen gleich erstmal. Wir fahren noch zu dem Turm. Wir fliegen zu dem Turm und zu dem da hinten noch und dann will ich erstmal kurz ein bisschen farmen. Dann pausiere ich die Aufnahme quasi. Wir farmen im Stream ein bisschen. Ich denke. Aber guck mal, jetzt fliege ich schon in die Richtung. Da ist noch ein Fragezeichen. 1,4 Kilometer rechts zur Seite.
Oh oh. Geh weg, flieg weg. Hocken da die ganzen Staubmotten dran oder was? Da ist irgendwas dran an dem Zeug, dass sich das Metall halt hochtreibt. Das sieht so creepy aus mit den Wellen, ey. Wow. So, runter bitte, runter bitte, runter, runter. Oh, jetzt sind wir sautief unten. Ja, ja, niedrige Flughöhe, also tiefer können wir nicht fliegen, das ist hier echt Maximum. Okay. Okay. Ich bin gespannt, wenn wir runtergehen, wie das aussieht. Wollte ich jetzt noch irgendwas mitnehmen? Ich wollte was essen. Habe ich noch was zu essen? Wir bräuchten da mal wieder was zu essen. Ich lege mal ein bisschen was ab hier. So. 25 Maschinenteile. Das Kupfer können wir erstmal ablegen. So. Das Helium. Das können wir ja behalten, wenn wir da ein bisschen was haben. Oh, das Glas, den Rest behalten wir. Ich habe hier, warte mal. Schmutzwasser habe ich jetzt echt viel. Okay, dann tun wir das mal umdisponieren. Die ist leer, dann tue ich hier mal eine neue rein. Aber ich leg die Flasche mal. Ja, komm, ich nehme die mit, ist egal. Ich nehme die mit. So. Ip, scheiße, hier muss ich raus. Da unten ist halt schon wieder sowas, wo ich das Messer für brauche. Ich habe kein Messer. Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Jetzt habe ich mir ein Virus gefangen durch diesen Scheißregen so tief unten. Oh, wir können erstmal das Glas holen. Dann machen wir das zuerst. Komm, ist safe wieder ein Virus. Ja. Gehe ich im Regen? Einfach auf YOLO-Basis? Weiß nicht, ob das so geil kommt. Ja gut, mehr als mir dieses scheiß Virus auf leicht zu holen. Was soll schon passieren? Ach, guck mal. Da sind halt Pflanzen drinne. Wir brauchen ein Messer. Unbedingt brauchen wir ein Messer. Ich hole mir die Pflanze dahin jetzt nicht. Oh. Wieder was Neues. Scheiße, hätte ich scannen können, habe ich das vergessen. Gott. Okay. Jetzt holen wir erstmal den hier, die Batterie. Okay. Jetzt schnell hier rein. Hier ist es wenigstens ein bisschen. Bienen? Dornenbienenstock. Ein Brutplatz, in dem ein Volk Honig sammelt, Larven zu füttern. Kann ich, ich will bloß das Zeugs haben. Ich will nichts mit euch. Wow, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Aua, ist ja gut, ist ja gut. Ah, da war ein Köder. Was? Ist mir klar. Ich will sie aber nicht töten oder irgendwie. Ich habe ja auch nichts zum Töten. Davon mal ganz abgesehen. Dass ich sie nicht töten könnte. Ich will bloß hier ganz schnell rein. Das war's doch schon. Hier ist er gar nicht mehr. Nee. Abgang, Abgang, Abgang. Oben drauf noch was?
Nee. Okay, dann runter. Okay, schnell wieder hoch. Das ist mir echt zu tief hier. Es hat so ein ungutes Gefühl hier, wenn man so tief unten ist am Nebel. Das ist schon ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe irgendwelche Pflanzen gefunden. Wo ist denn... Hier ist auch nochmal Poster, rettet die Erde. Wo habe ich denn... Hier habe ich die Pflanzen reingetan. Kreuzblume, was war das? Gesundheit minus 5, Energie. Und das hier? Nahrung. Patat, okay. Ja, ein bisschen was war unten, jetzt nicht viel, aber immerhin. Die Batterien sind eigentlich mit das Wertvollste, was wir da rausholen können. Wir brauchen für das Zeugs jetzt überall was Neues. Wir müssen zu diesem scheiß Ausrufezeichen fliegen, unbedingt. Wir nehmen noch diesen Turm da links mit. Oh nein, da hinten ist wieder was für Helium. Okay, das müssen wir auch mitnehmen. Okay, dann versuchen wir uns links zu halten, dass wir dieses 2,6 Kilometer Ding anpeilen. Das ist so unser Ziel jetzt. Okay, let's go. Wir gehen wieder hoch. Wir nehmen aber erstmal das dort noch mit. So, aus dem Weg, hab Vorfahrt. Oh Gott. Genau, dann müsste da rechts irgendwo da hinten, da wo die zwei Doppelpunkte blinken, ist wieder Helium und Kupferstuff. Und dahinter ist gleich noch was. Okay. Wird das random? Ist das random generiert? Oh Gott, war das knapp. Okay. Au. Schiff wurde beschädigt. Gemeinheit, Alter. Oh, warte mal. Kann ich hier gleich das Fensterzeugs holen? Okay, da oben drauf liegt Zeug. Ich sehe es schon. Okay. Da liegt auch noch Zeug. Mann, die haben hier Beete. Ich will auch so ein Beet haben. Aber ich glaube, hier bei dem Spiel aber irgendwann so ein Co-op. Jetzt kein richtig krasser Multiplayer, aber so ein leichter Co-op. Ich glaube, das täte dem Spiel gut. Es wäre jetzt nichts, was es, glaube ich, negativ beeinflussen würde. Ich glaube, so ein Koop kann man bei dem Spiel echt machen. So. Gelandet. Okay, dann hole ich bloß mal ein bisschen was. Mal gucken, was es hier gibt. Viel wird es hier nicht geben, befürchte ich. Wenn es noch eine Blaupause oder so wäre, wäre es schon okay. Jetzt wird es wieder dunkel, ey. Solange jetzt keine Meldung kommt mit, ein Sturm zieht auf. Ist alles gut. Stell dir mal vor, man trifft zufällig einen Kollegen mit seinem Schiff. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Dass es vielleicht Gebiete gibt, die auftauchen können, wo man halt auf andere Spieler treffen kann. Oder halt nur auf Freunde, die man in der Freundesliste hat, ne? Nicht auf komplett random, aber alle, die in der Freundesliste spielen, dass du die halt treffen könntest. Oh, hier, das haben wir ja schon mal. Das kennen wir. Das wäre wirklich geil. Das wäre so ein Semi-Koop. Aber dass man vielleicht auch dann sagen könnte, man spielt richtig Koop, sondern man teilt sich ein Schiff, wäre auch cool. Wenn einer sagt so, ich will nicht alleine mehr. Oh, bitte. Polymere. Metallwand. Oh, Spiel, komm schon, ich brauche Polymere. Gönnen wir doch einfach mal Polymer. Ich brauche diesen scheiß Blueprint für Polymer. Ich befürchte, ich muss halt echt erst irgendwie nach unten in den Nebel. Das heißt, ich muss die Story weitermachen, damit ich in den Nebel runter kann. Um dort dann den Polymer-Stuff-Blueprint zu bekommen. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Hier ist doch eine Leiter. Wie soll ich denn da... Ja, als ob ich mich da draußen langzwänge. Ich bin ja nicht doof. Warte, wo müsste ich mich langzwängen, um zu dieser Leiter zu kommen? Ja, nee, sehe ich nicht. Mm-mm. Das sehe ich einfach nicht. Da sehe ich mich halt einfach nicht, ne? Das ist so, ne, eher nicht so. Sollen wir mal Break Join Earth? Das können wir eigentlich mit in die Kiste tun, ne? Wo habe ich denn das andere reingeschmissen? Hä? Ah, hier.
Ich kann mich auch ein bisschen austauschen, so handelsmäßig, dass man dann sagt, so, wenn man sich mal trifft, dann handelt man vielleicht irgendwas. So à la Waterworld. Dass immer wenn man sich trifft, muss irgendwas gehandelt werden. Das wäre schon geil. Das wäre schon cool. Also ich glaube, wie gesagt, ist ja noch Early Access. Ich glaube, du kannst hier echt viel draus machen, weil gerade so ein Setting über den Wolken und so, Survival, ist halt mega gut. Und es gibt nicht sehr oft. Leider, ich weiß nicht warum. So ein geiles Setting eigentlich. Verstehe ich nicht, warum das nicht mehr nehmen. Ich hoffe, dass die anderen beiden, die ich ja schon ewig auf der Wunschliste habe, bald kommen. Aloft und Solarpunk. Ich hoffe drauf. Das wäre so toll. Aber die werden erst 24 kommen wahrscheinlich. Da werde ich auch reinsuchten, wenn die kommen. Oh, das wird so toll. So. Ja, nochmal eine Batterie. Jetzt haben wir schon 10 Batterien. Schön. Jetzt holen wir uns mehr Helium. Dann müsste ich halt farmen. Ich wollte eigentlich hier jetzt Pause machen und farmen, aber dann hole ich mir erst mal Helium. Und dann farmen wir. Ich könnte ja schon mal ein bisschen farmen eigentlich. Okay, wir steigen mal noch ein bisschen. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Will ich das wissen? Am Horizont? Ich will es nicht wissen, oder? Ich will es nicht wissen. So, wir sliden hier mit ganz geschmeidigen 3 km/h entlang. Ich kann nebenbei ein bisschen farmen. Nutzen wir das gleich mal hier aus. Komm. Synthetisches Material, aus dem kriegen wir dann wahrscheinlich auch das Polymer im Endeffekt. Wenn wir die Blaupause dafür haben. Was? Was? Oh, hier ist ein Haufen Zeugs. Die Ditch, das kommt von hier unten hoch. So. Ja, es kommt von da unten hochgetrieben. Das sieht so gut aus. Ja, ja, ich trinke gleich was. Oh nein. Kein Sturm. Die hat nicht gesagt Sturm. Oh oh. Die hat nicht gesagt Sturm, oder? Das wäre jetzt schlecht. Okay, bevor sich das Unwetter hier zu dem Sturm ausweitet, gib mal Gas. Da hinten ist noch was Doppelblinkendes. Ganz, ganz weit, sieht man das? Hier ungefähr? Da hinten? Da ist noch was für Helium. Jetzt wäre es so grün, ey. Ah, sieht gut aus. Sieht eklig und gut gleichzeitig aus. Was? Das ist jetzt ein Problem. Ah, Panik. Oh Gott, jetzt falle ich hier bitte nicht raus. Jetzt wird's türkis. Okay. Das ist irgendwie creepy, aber cool gleichzeitig. Okay. Wir können halt gleich mal gucken, ob wir von hier aus dann noch irgendwas erreichen. Mit dem Laser, dass wir gleich irgendwas abbauen können. So. Ich meine, wir sind ja so gut wie dran. Dann können wir dann gleich andocken, sei das jetzt wirklich hier sich zum Gewitter entwickeln, was wir mal nicht hoffen wollen. Hallo? Komm. Na. Okay, es hat wieder aufgehört. Sehr schön. Ich will gerne mal zu diesen Bergen da hinten auch, ne? Hier könnte man gut farmen. Hier fliegt gerade sehr schön viel vorbei.
Weil viel von dem synthetischen Material, was wir ja brauchen. So, was haben wir hier unten noch? Glasscheiben. Tür. Glasscheiben. Da links ist auch noch so eine Pflanze da. Da wächst auch so eine große Pflanze hoch, da oben. Da hinten auch, da auch. Leute, das geht direkt in die Richtung. Ist das in der Richtung? So mich interessieren, dieser Ausrufezeichen, wo ich hin soll. Ist das in der Richtung? Ah. Creepy. Da unten ist schon mal. Da hinten ist noch was. Riesige Ranken und Wurzeln, die richtig hochragen, ey. Creepy. Oh, hier kann man gut farmen. Ich will zu den Bergen da hinten. Oh, guck mal, zwischen den Bergen da hinten, wo ich gerade hingucke. Da hinten sind noch mehr Gebäude oder so. Ich will da hin. Außer Reichweite, scheiße. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Da komme ich nicht hin. Komm näher. Komm näher. Ach Mann. Nehme ich das. Okay, wieder ein bisschen Polymer. Dieses Türkis. Jetzt wird da hinten so ein lila Fleck. Hier kommt auch lila. Lila, pink. Boah, das sieht so gut aus. Okay, der Nebel sieht schon sehr geil aus, muss ich mal sagen. Das hat schon was, der Nebel. Vor allem treibt er so wieder nach unten dann, ne? Der Nebel rein. So, noch irgendwas? Okay. Das sieht schon echt creepy aus. Dass sich der Nebel immer so verändert farblich. Mega. Mega cool. Das sind eigentlich Tentakelmonster und keine Pflanzen. Da muss ich mal kurz mal Dark anrufen. Einfach den freuen. Da kriege ich wieder auf den Deckel, ich weiß es jetzt schon. Boah, nee. War eine dumme Idee, da was hinzumachen. Okay, ich trinke sowieso kurz mal was. Lol, das war altes, abgestandenes Wasser. Scheiße, ich hab das Falsche getrunken. Ich hab das Falsche getrunken. Wollte ich nicht. Okay. So, jetzt können wir landen. Landen wir erstmal. Landen wir erstmal das Ding. Runter. Okay, es ist halt praktisch. Gerade für sowas ist es praktisch, ne? Na, jetzt. Okay. So. Ich habe noch ein bisschen. Ja, ich würde das dann jetzt auch schon gerne eigentlich mal. Oh, die ganzen Staubmotten. Wie süß. Ich würde das dann halt gerne mal nochmal upgraden. So einmal können wir es, denke ich, mindestens mal upgraden. Habe ich denn? Ich muss wieder angeln, ne? Ich habe das Helium halt jetzt nicht dabei. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal nach vorne noch ein Stücke. Aber hinten ist es halt am schwersten gerade, ne? Es wäre halt praktisch, hinten dann nochmal einen Punkt dran zu packen. Ah, vielleicht ist hinten doch besser. So. Hier ist ja überall nichts, das heißt, ich muss hier runter. Oh, daran werde ich mich nie gewöhnen, da runter zu springen. Oh, warte mal, da liegt was. Maschinenteile. Das kannst du vergessen, da komme ich nicht ran. Oh, da drüben ist Helium. Ja. Helium. La 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 la. Oh Gott. Oh. Das Ding ist, ich hab prinzipiell keine Höhenangst. Solange ich festen Boden unter den Füßen. Also das jetzt hier, das gänge. Aber zum Beispiel, kennt ihr das, wenn ihr an so einer Kante steht, irgendwo, ihr steht an so einer Kante und ihr, da ist kein Geländer, dann habt ihr so dieses Gefühl, als ob es euch da hinzieht. Oh, das geht gar nicht, ey.
Ich kann nicht, also wenn da ein Geländer ist, okay, aber ich kann auch nicht so komplett drüber mich lehnen. Dann habe ich Angst, dass es mich dann auch drüber zieht. Das fühlt sich dann immer so richtig eklig an. Also, aber solange ich festen Boden und Füßen habe, so geht das. Ich habe vielleicht so eine leichte Höhenangst, wäre das wahrscheinlich, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das schon als Höhenangst überhaupt dann zählt. Okay. Sachen zum Reparieren, sogar richtig viele Sachen zum Reparieren, das ist gut. Okay, war jetzt nicht viel. Da springe ich garantiert nicht raus. An den Wänden ist auch nichts zum Sammeln. Nee. Okay. Das war prinzipiell schon alles, oder? Ach nee, der Turm noch. Der Turm, der Turm. Der Turm. Kennen sich ja viele. So unangenehm, ey. So, die Batterien nehmen wir noch mit. Und dann sind wir jetzt hier fertig. Dann haben wir Fethelium. Kann ich gleich mal gucken, ob wir hier. Oh, Ballonkern. Ja, ich kann einen zweiten Ballonkern machen. Okay, das ist ein bisschen cool. Okay, oh Gott, da müsste ich planen. Oh, wait. Ich muss mal kurz schnell weggehen. Okay, also das würde ich halt genauso mittig dann setzen wie hier. Das heißt, ich müsste hier mal dreimal rüber gehen. Eins, warte mal, eins, zwei. Hallo, geh mal da hoch. Okay, man kann einen neuen Kern machen. Da würde ich das vorne, ich hab ja, das ist so der Standard. Ich habe ja vorne und hinten, also ich habe hinten einmal erweitert, dann erweitere ich das einmal vorne. Damit ich, wenn ich das mache, das in der Mitte habe. Dann mache ich das symmetrisch im Endeffekt. Links und rechts einen davon, von diesen kleinen. Und in der Mitte dann der große. Das sieht bestimmt geil aus. I like it. Vergrößern. Jawohl. So, jetzt haben wir das hier nochmal so ein ganz Stück verlängert. Jetzt können wir das natürlich noch nach vorne nochmal ein Stück machen, theoretisch. Und dann das nächste machen wir dann seitlich. So, hier und drüben zwei kleine. Fällt mir. Ah, ich mag das Bauen in dem Game. Warte, ich bin erschrocken, ey. Keine Ausdauer mehr gehabt. Das erste Mal keine Ausdauer mehr gehabt. So, essen wir da rein. Das kann ich aufheben. Das schmeißen wir hier rein. So. Das ist alles schon doppelt. Hebe ich dann auf. Das haben wir jetzt auch voll. Der Treibstoff. Die Platinen. Hier ist der Treibstoff. Ich baue mal noch ein bisschen Treibstoff. Wir werden es brauchen. Printing completed. Können wir mal gucken. Da einfach noch Echo aufnehmen mit Blub zusammen. Printing completed. Ich hoffe, ihr sagt mir dann Bescheid, wann er heute Bock hat. Ich könnte noch Ixion, wir könnten noch Ixion theoretisch heute auch aufnehmen. Theoretisch. Ich muss sagen, das ist ein Suchtspiel hier. Ich würde gerne noch weiterspielen. Printing completed. Ich hab noch Ixion, habe ich noch auf Vorrat ein bisschen. Wo kriege ich dieses fucking Polymer her, bitte? Ich will diesen fucking Pulli mehr haben. Das hätte ich gerne, da brauche ich aber Energiekristalle. Ja, wir müssen storytechnisch weiter. Das nützt nichts. Ich würde aber gerne noch darüber, dahin. Definitiv. Wir müssen nach links. Oh Gott, wie viele das überall sind. Ich
überlege, ob ich jetzt einige einfach auslasse, ignoriere und zu einem Ausrufezeichen fliege, wie ich es die ganze Zeit schon tun sollte. Wir gucken mal, wenn jetzt gleich schönes Wetter ist, egal ob es Nacht ist oder nicht, ist egal. Ja, genau das ist mein Problem gerade. So, warum ist hier gerade so pink? Sonne geht gerade da hinten irgendwo unter. Dann würde ich sagen... Ich wollte angeln, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. Spiel, bitte, hör auf. Ja, Mann. Ich wollte eigentlich dann so langsam fliegen, um nebenbei angeln zu können. Satz mit X, das war nix. Hier dürfte ich ja nicht nass werden, oder? Hier werde ich nass, okay. Werde ich trotzdem nass. Oh, wir hängen ja so über, ne? Ich hasse diese. Alles klar! Wir werden jetzt schön hier sitzen bleiben und nicht losfliegen. Ja. Genau deswegen. Ich habe ja nichts. Ich muss halt angeln. Ich brauche was zu essen. Ich habe noch so einen Angler, ne? Warte mal. Hier. Den kann ich jetzt wieder hinsetzen. Jetzt habe ich ja. Jetzt habe ich ja mehr hier. Guck mal, da können wir hier noch so einen Angler hinsetzen. Oh. Oh, die Platte hier unten ist ja kaputt. Oh, die Platte ist kaputt. Kann ich vom Blitz erschlagen werden? Was würde passieren, wenn ich fliege und so ein Ding wie das gerade trifft mich? Oder so eins. Dann falle ich, nehme ich mal an. Ganz, ganz schnell werde ich dann fallen. Dann war es das. Datum ist überschritten, ist verdorben, Kreuzblume. Ja, das ist eigentlich relativ mir Wumpe gerade. Ja, dann würde ich dann im Endeffekt, hier ist ja das Dings oben drüber montiert. Dann würde ich hier noch eins anbauen und dementsprechend hier nochmal zwei Segmente, also übertrieben zwei Segmente anbauen. Würde ich sagen. Wir müssen uns dann halt, ich muss mir was überlegen, wenn ich halt irgendwo dann lande. Je größer das Luftschiff wird, vor allen Dingen in die Breite, umso schwerer wird es für mich irgendwo zu landen. Das heißt, ich muss mir dann irgendwas überlegen, wie lande ich immer oder versuche ich immer zu landen. Das ist halt schwierig. Hm.